Hallo, hallo, hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge God of War. So, ich bin mal wieder zurückgelaufen, von da drüben wieder hierher, denn ja, ich weiß jetzt, wo wir hin müssen. Also denke ich zumindest, dass ich es weiß. Wir gucken mal. Wir versuchen uns nochmal hier vorbeizuschleichen. Was ist das? Irgendwas stimmt damit nicht. Drachen hinterlassen nicht solche Okay. Spuren. Solche Zeichen waren auch in den Völundermin. Weißt du noch? Hier muss ein Seelenfresser sein. Ich kann die Tiere hören. Sie haben Angst. Okay. Ja, suchen wir nach weiteren Opfern. Seelenfresser übersieht man schnell. Gut, das ist eine Quest, die machen wir jetzt nicht. Oh, hi, Drache. Drache! Das ist jetzt echt ungünstig. Hi. Da kommen wir nicht hin. Er fliegt davon. Jo. Angriffs- und Rückzugstaktiken. Okay. Schlau. Wir müssen hier runter. Also, ich habe jetzt gerade zwischen den Folgen mal geguckt, wo wir hin müssen, damit wir jetzt hier nicht 100 Jahre mit der Aufgabe verbringen, Birgit zu suchen. Weil, wie gesagt, ich möchte jetzt nicht das komplette Gebiet machen. Weil das würde einfach viel, 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 viel zu lange dauern. Und deswegen wuscheln wir uns jetzt einfach hier ganz schnell durch. Es ist wuchsig, sieht komisch aus. Okay. Ah, das nenne ich interessant. Kaputsch. Was ist das? Ich habe kein Schiff, deshalb ja mein Interesse. Aber Kristalle sind wertvoll. Vielleicht finden wir ein Schiff. Oh, ihr kleinen Scheißviecher. Oh Gott, ich muss hier weg. Atreus. Atreus ist manchmal nicht der Schlauste, sondern. Oh, das Hund. Hier ist nochmal Haputsch. Wo ist die Bosspflanze? Hier ist die Bosspflanze. Wartet. Moment, ich muss kurz die Pflanze erstmal verbrennen. Ah, hier gab es ja noch eine Quest. Sprech. An dem Tag, als dieses Tal zerstört wurde, wurde mein Geist zerrissen, entzweigeteilt. Ein Teil von mir liegt da draußen bei meinem Körper. Wenn diese Schriftrolle wieder ganz wäre, wäre es vielleicht auch mein Geist und ich könnte Frieden finden. Was willst du, Geist? Diese Schriftrolle. Ich musste eine Nachricht überbringen. Die Asen. Und Thor, ich muss mich erinnern, die Nachricht muss überbracht werden. Es war wichtig. Mein Kommandant wartet auf meinen Bericht. Muss er lange gewartet haben. Sag, was ist das Letzte, woran du dich erinnerst? Ich sah rot. Vor Wut. Auf die Asen. Und da waren diese roten Bäume. Bitte, helft mir, mich zu erinnern. Dann kann ich euch sagen, was ich weiß. Gut, das machen wir jetzt Vielleicht nicht. Kann uns dieser Geist sagen, was sich im Tal ereignet hat. Wenn der Leviathan sich im Bett eingefroren hat. Glaubst du, das heißt, Mutter war hier? Das heißt gar nichts. Wir wissen nicht, ob Fay hier war. Mag sein, aber der gefrorene Blitz erzählt dennoch eine Geschichte. Wenn wir wissen wollen, was hier passiert ist, brauchen wir die Erinnerungen dieses Geistes. Dann So. Gehen wir. Gut. Das war das, was ich gemogelt habe und Toll. geguckt habe. Können wir Sonne und Mond bewegen? Immer schnell einmal wieder aufladen. So. Okay, und jetzt muss man nämlich dunkel machen.
Genau, und da, wo der fette Oger ist, da müssen wir jetzt hin. Aber wir nehmen hier vorher noch die Kiste mit. Es gibt in dem Areal auch mehrere Nordentruhen. Also wie gesagt, dieses Areal ist riesig. Verdammt riesig. Aber ich habe das Gefühl, dass ich merke für mich langsam, dass ich so, das klingt jetzt blöd, wenn ich das sage, aber so fertig werden will. Das ist jetzt nicht das richtige Wort, aber dann stellen wir mal was her. Boah, wie viele Asgarderbahn habe ich denn jetzt auf einmal? 18, 27, 8 und 7. Die ist halt richtig gut auf Stärke und Abwehr, ne? Die Drachenschuppen. Aber die kann ich halt nicht komplett machen. Und die geht halt auf Rune runter. Entschuldigt. Da ist die von Lunda. Die geht mir mehr auf alles, wisst ihr? Ja, wir nehmen die von Lunda wieder und verbessern die. Verdammt, bin ich gut oder was? Weißt du gerade nicht, wo ich die ganzen Bahnen her habe? Hab ich jetzt gerade eben gesammelt? Sieht gut an. So. Damit bleiben alle deine Teile an den richtigen Stellen. Jetzt haben wir alles auf 7, ne? Ja. Sehr gut. Soll was Besonderes sein? Ist hier noch? Achso, Zwergenstahl. Okay. Das sollte für eine kleine Weile halten. Dankeschön. So, okay. Das Tor ist aktiviert. Das ist und das ist. Da unten haben wir neue Gegner. Naja, gehen wir mal, wa? Uns erstmal den hier von hinten. Sind da noch nicht tot? Der Drache ist hier. Ah ja, ich weiß. Super ätzend jetzt. Genau deswegen. Aua. Drache noch da? Das ist gerade nicht. Die Drache ist wieder weg, ne? Noch ein Kadaver. Dann sind wir wohl auf der richtigen Spur. Wir nähern uns. Das letzte Mal sah er zunächst nur wie ein Steinhaufen aus. Hi. Oh Gott, der ist sauer. Au, wieso hatten... Leute, wieso treffen die mich denn hier heute die ganze Zeit? Aua. Aua, könnten wir den jetzt mal... Aua, hör mal. Danke. So. Piu. Ich habe auch mitgemacht. Okay, wir müssen hier rein. Ja, ich glaube, ich weiß, was jetzt kommt.
wünschte, der wäre wie die Drachen in Midgard. Die waren nett. Sie waren ebenfalls intelligente Zwerge, die in Drachen verwandelt wurden. Trotzdem. Muss mal aufpassen, dass wir nicht versehentlich noch einen Bosskampf auslösen. So, wenn wir nämlich... Hä? Ah, nee, hier. Noch ein Stück weiter. Ich krieg gerade die Sonne voll ins Gesicht. So halb. Wenn wir jetzt nach da hinten gehen, kommt ein Bosskampf. Das möchten wir aber nicht. Wir gehen hier lang. Das, was uns hier dahinter erwartet, reicht schon. Ich sag's euch. Das wird jetzt richtig witzig. Aber wartet mal, ich muss mal ganz kurz mein Fenster zumachen. Sekunde. Moment. Das tut mir jetzt sehr leid, aber ich sehe sonst einfach nichts. So, Entschuldigung. So, bringt der uns allen nichts, wenn ich hier gar nichts mehr sehe. So, aber das Gute ist, so wie das jetzt gerade alles steht, scheint die Sonne nicht mehr auf meinen Monitor, sondern nur noch in mein Gesicht. Es klingt doch schon mal spannend hier. Eieieiei. Hi, Drache. Eingekesselt. Moin. Ich hänge an einem Stein. Ach, Atreus. Manchmal. Okay, das ging daneben. Ich möchte das Drachen aus. Ah, wie still soll ich denn da sein? Aua. Kurz ein bisschen Leben. Scheiße, euer Leben ist halt gerade dumm. Aua, aua, aua. Da war ein Leben. Oh Gott. Okay, ich glaube, den müssen wir nochmal machen. Wo ist er denn? Okay, das ist nicht runtergekommen. Okay, der liegt auch noch neben. Moment. Uhuhu. Okay, wartet. War der neben? Okay, er hat getroffen. Wo ist er denn? Ich sehe nichts mehr. Au. Ich muss halt echt aufpassen, was ich hier mache. Oh. Ugh!
Okay. War doch gar nicht so schlimm jetzt, oder? Sorry, Drache. Aber du wolltest mich töten. Krater nach weiteren Drachen zum Jagen suchen. Ja. Wenn wir, naja, die Welt heilen wollen. Ja. Wir speichern jetzt aber erstmal ganz kurz. Weil. Nee, halt, zu weit. Hier. Hier. Weil, ich will da in den Weltenriss reingucken. Ich habe nur keine Ahnung, ob da jetzt ein Dings rauskommt oder was anderes. Okay, perfekt. Einer von den Stinkern. Die müssten wir dann auch mal abgeben, wenn wir wieder bei Sindri sind. Okay. Du hast ihn! Meister Kratos, du hast fantastische Arbeit geleistet. Ich brauche deinen Zuspruch nicht. Oh nein. Ich habe dich beleidigt. Oh nein. Ach, das arme Eichhörnchen. Du hast ihn wohl verletzt. Noch einer dieser geheimnisvollen Kristalle. Hm. Okay, hier geht's nicht lang. Da sind wir hergekommen. Oh, hier liegt noch der ganze Stuff. Huch! Ja, den müssen wir schon mitnehmen, ne? Können wir hier alles hier liegen lassen. Okay, da geht's nicht hoch. Aber hier. So. Ich kann die Axt verbessern. Ja, gut. Gut. Schon wieder Bahn. Mein Gott. Hier drüben. Biergier. Oh. Vielen Dank. Nein, danke dir. Du hast uns auf dem Boot gerettet. Stimmt's, Vater? Es war töricht. Aber willkommen. In der Nähe ist ein mystisches Tor. Aber ich habe keinen Stein dafür. Wir schon. Unglaublich, dass du den Sturz überlebt hast. Wie hast du das geschafft? Ich bin gerollt. Wir reden später. Ich bin gerollt. Na dann. Oh, ein Hirsch. Der ist aber hübsch. Birgir? Kommst du? Ich schick dich durchs Tor. Verwendung dafür. Vielleicht sehen wir uns im Lager. Und dann hoffentlich auch unter anderen Umständen. Bis später. Ein Großer, der Boss braucht deine Hilfe, um einen Hirsch zurück zum Weltenbaum zu bringen. Wohlgemerkt, der Boss. Ja, nicht Kunden, mir geht's klasse. Hab mir den Bauch mit Hirschfutter vollgeschlagen. Ich genieße das Leben, aber ja, sprich mit ihm in der Zwischenwelt, wenn du gerade Zeit hast. Ein Hirsch für alle Jahreszeiten. Du bist hübsch. Mit Ratatös sprechen. Ja, das machen wir gleich. Der ist voll hübsch, oder? So, also. Ich würde sagen, wir gehen jetzt erstmal. Also, was wir hier noch machen können, wir können das ganze Areal hier fluten, dass wir da mit dem Boot noch durch können. Und dann können wir noch ganz viel erkunden und machen und tun. Aber, wie gesagt, ich denke, damit ziehen wir das Let's Play, was die Story betrifft, halt einfach nur komplett in die Länge. Weil wie gesagt, ich habe damals für diesen kompletten Bereich 8 bis 10 Stunden gebraucht. Das wären 20 Folgen. Ich glaube, das tue ich uns mal nicht an, wa? Deswegen skippe ich einfach mal das Areal. Auch wenn es richtig cool ist, was man hier alles so machen kann. Oh, einer von denen. Den nehmen wir mit. Kann man nur von hinten ermeucheln, töten. Was macht das? Sind hier Gegner wieder? Nee, war das noch eine Kiste?
Nein. Wir gehen. Nein, wir gehen jetzt. Birgir geholfen. Ich will nochmal schnell zurück ins Lager und versuchen, dieses blöde Buch jetzt abzugeben, was ich schon 100 Jahre mit mir rumschleppe. Wo ja auch der Questmarker dran ist. Verstehe nicht, warum ich das nicht abgeben kann. Muspelhelm, muss denn jetzt Mannerhelm? Hilhelm, Niflhelm, Mannerhelm. südliche Wildnis. Hier, Freyas Lager. Flussdelta, gehen wir dorthin. Es kam mir so vor, als ob Vanaheim viel zu feucht wäre. War das die Folge des Fimbulwinters? Größtenteils, glaube ich. In Midgard gab es endlose Nächte und Kälte. In Svartalfheim Erdbeben, in Alfheim das pulsierende Licht. Aber in Asgard scheint gar nichts passiert zu sein. Odin hatte viel Zeit zur Vorbereitung. In Helheim und Muspelheim habe ich auch keine Veränderung bemerkt, fällt mir auf. Die urzeitlichen Welten könnten weniger anfällig sein. Was meinst du, wie es in Jötunheim läuft? Woher soll ich das wissen? Zeig mir deine Fähigkeit zur Spekulation. Wirklich? Ist es nicht auch egal, wenn niemand dort ist? Lügt. Aber egal. So. Gehen wir schnell ins Lager. Da müssten wir jetzt hier rum. Bruder, genau. Was du vorhin sagtest, dass die Orakel in deinem Land von ihren eigenen Prophezeiungen getäuscht wurden. Ich habe das Gefühl, du sprichst aus eigener Erfahrung, oder? Ja, aber wir machen ein andermal weiter. Hopp. Hopp. Wir sind wieder da. Ah, wieder ein Kristall. Behalt ihn am besten, bis wir wissen, wozu er gut ist. So. Ihr wart wohl beschäftigt. Ja, waren wir. Ich hab so ein Buch für euch, aber ich kann euch das einfach nicht geben. Bin hier drüben, wenn du gehen willst. Verkaufe ich die Scheiße jetzt halt. Birgir. Wie geht es dir? Ich könnte Ragnarök verschlafen. Wo du das schon erwähnst? Nein. Er hat seine Ruhe verdient. Ja. Vielleicht ist die Zeit für diesen Krieger gekommen, sein Schwert niederzulegen und sich an einem ruhigen Ort niederzulassen. Ein ruhiger Ort, hä? Werden die Freyr und seine Leute nicht fehlen? Ihre Kameradschaft wird mir fehlen, ja. Aber hier kann man sich nicht erholen. Wo du es sagst. Ich kenne noch jemanden, der allein ist und deine Hilfe brauchen könnte. Lass uns später reden. Das wäre schön. Okay, wartet mal. Nur mal rein Interesse halber. Könnte ich die Drachenrüstung jetzt machen? Achso, das ist mir die Axt. Nice. Halte sie scharf, dann hält sie dich am Leben. Was wollte ich denn jetzt machen? Ah, Rüstung. Von mir aus kann's losgehen. Gucken, ob ich die machen kann. Eine, 22, 2. 10. 10. Würde genau hinreichen, ob ich die mal machen soll. Verdammt, bin ich gut oder was? Sehr gut. Darin wirst du nicht mal einen Kratzer abbekommen. Die hat schon was, ne? Aber wenn wir die jetzt ausrüsten... Moment, ich glaube, da war noch irgendwas. Was denn? Lunda, die Leute sagen immer, dass Ragnarök unser Schicksal ist. Was glaubst du? Viele sagten mir, es sei Schicksal, dass ich mit dem Schmieden aufhöre, nachdem ich fast meine Hand verloren hatte. Also, nee. Das Schicksal kommt kreuzweise. Jetzt weiß ich, warum du dich mit Brock verstehst. Ach, du verstehst das nicht mal ansatzweise. Lunda, was weißt du über Pyrgir, den Springer? Nicht viel. Er ist nicht gerade gesprächig. Soweit ich weiß, folgte er eine Zeit lang dem Weg des Springers.
Dann sah er etwas, was ihn den Weg verlassen ließ. Sofort. Weißt du, was er gesehen hat? Dann muss das Schloss geöffnet werden, ohne das Buch zu beschädigen. Die Alben in Freyas Lager möchten es lesen. Es gibt kein Schloss, das Brock nicht knacken kann. Ich öffne das Ding und lass es den Alben mit den besten Wünschen von dir zukommen. Na toll, ich musste das die ganze Zeit verkaufen. Ich bin so dumm. Manchmal, ne? Manchmal. Ja. So. Ja, 10, 21 Runen, 42 Glück. Glück und Runenkraft. Geht schon ganz schön runter, ne? Ich verstehe immer noch nicht, warum ich die Klamotte nicht überblendet bekomme. Verstehe es einfach nicht. Weiß nicht mehr, wie das geht. Gut, okay, aber dann haben wir das jetzt auf jeden Fall auch. Dann können wir ja jetzt rein theoretisch zurück zu Sindri erstmal. Und weiter Hauptquest machen. Würde ich sagen. Mit Ratatöst müssen wir noch sprechen. Den müssen wir auch noch ein bisschen... Ich habe noch zwei Würmer, glaube ich, einstecken. Atreus, ich habe Dürlin auch noch mal gesehen. Als der Speer geschmiedet war, tauchte Odin auf. Mit Dürlin im Schlepptau. Er bedrohte ihn, als ob er wüsste, dass ich ihn kenne. Aber wenn Odin es wusste, dann haben wir so getan, als würden wir uns nicht kennen. Und er, als würde er uns nicht durchschauen. Oh, er ist ein guter Lügner. Ist er. So. Dann zurück. Hier haben wir noch das. Wir haben noch so viele Nebenquests, also nö. Nö. Das ist ein bisschen zu viel, finde ich. Also gerade fürs Let's Play. Ja. Ich habe in Odins Bibliothek darüber gelesen, wofür das Gjallarhorn gedacht ist. Von einem Gott geblasen, klingt es durch alle Welten und harmonisiert den Raum zwischen ihnen. Okay. Liest man es etwa bei Tyrs Tempel, werden alle Weltentürme des Reiches auf einmal geöffnet. Eine ganz schöne Schwachstelle. Warum hat er es nicht einfach zerstört? Manche Artefakte widerstehen der Zerstörung. Tja, wir sollten Freya davon berichten. Sollten wir. Aber jetzt ist mal Ratatösk. Jetzt vergesse ich das wieder. Ich wette, du könntest das Windspiel niemals mit deiner Axt treffen. Nur zu. Hallo, ich hätte eine Aufgabe für dich. Ja, warte, wir geben uns mal schnell die Würmchen ab. Die sehen kerngesund aus. So. Sprich. Der Baum ist ziemlich... überwuchert. Und? Und wenn er zu wild wächst, besteht die Gefahr, dass die Äste herunterfallen. Was nicht ideal ist, da sie ja die ganzen Welten halten. Ich bin kein Gärtner. Was für ein Schock. Nein, es bedarf keiner gärtnerischer Fähigkeiten von dir. Aber halte bitte nach den Hirschen der vier Jahreszeiten Ausschau. Normalerweise kümmern sie sich um den Baum. Unglücklicherweise fand es Bitterkeit lustig, Arroganz anzustiften, sie freizulassen. Wenn du die Hirsche auf deinen Reisen findest, wäre ich dir sehr dankbar, wenn du mir hilfst, sie nach Hause zu bringen. Ich würde eins meiner Eichhörnchen darauf ansetzen, aber sie sind mit ihrem Futter beschäftigt. Das liegt wohl daran, dass es das Beste in den neuen Welten ist, nehme ich an. Wir haben diese Hirsche gesehen. Großartig, dann brauchst du etwas Futter. Sobald du sie gefunden hast, sollte das Futter sie beruhigen. Dann wird einer meiner Geister sie hierher führen. Und, bitte isst das Futter nicht. Keine Angst. Bitterkeit fragte mich, ob ich zu feige sei, sie freizulassen. Ich bin aber in der Tat in keinster Weise feige. Also hatte ich, wie ihr seht... Vielleicht später. Hast du diese Lindwürmer gefunden? Wir bringen den einen Hirsch mal schnell zurück. Von dem wissen wir ja, wo er ist. Krater... Hier. Wir bringen den fix zurück.
Ich weiß, dass noch einer in dem Areal auf jeden Fall irgendwo ist. Wir haben noch zu tun. Der wilde Geist des Kraters hat uns vielleicht noch mehr zu sagen. Gehen wir es an. Also einer ist auf jeden Fall noch im Krater. Und die anderen weiß ich gerade gar nicht mehr, die auch alle im Krater waren. Naja, wir bringen den hier auf jeden Fall zurück. Jetzt der Hirsch des Winters. Er sieht hungrig aus. Jetzt komm schon. Geh einfach mit mir zurück. Mir ist egal, wie hungrig du bist. Ganz genau, wir haben mehr Futter zu Hause. Komm schon. Ich muss sagen, es gefällt mir, dass wir den Hirschen nach Hause helfen. Ich hatte schon befürchtet, wir müssten sie töten. Ja. Du hattest schon vor, ihn zu töten, wenn er angreift, oder? Ja. Gut. Haben wir wenigstens einen Hirsch zurückgebracht. Immerhin. Ja, wir gehen jetzt zurück zu Sindris Haus und dann Feierabend für heute. Also für diese Folge. Brocks Rätsel. Ist die Antwort vielleicht nichts? Was wird größer, je mehr man wegnimmt? Nichts. Das ist falsch. Nein, ich glaube nicht. Ich mag keine Rätsel. Tja, ich weiß, was es ist. Ich bin aber auch selber nicht drauf gekommen, muss ich ehrlich sagen. Gut, dann beenden wir die Folge hier an dieser Stelle. Wir haben Birgit, wie auch immer man den ausspricht, zurückgebracht. Und guck mal, die Hirsche sind dann hier hinten. Und die Hirsche fressen ihr Futter. Ja. Genau wie Ratatösker gesagt hat. Vielleicht möchte er nur eine Familie haben. Guck mal, der kleine Pilzmann. Da, wie der da läuft. Ist der niedlich. Guck mal. ja, wir beenden die Folge hier an dieser Stelle. Ich bedanke mich fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen schönen Tag und ja, wir gucken mal, wie es weitergeht in der nächsten Folge. Bis dann, macht's gut. Tschüss!